Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen zu Ghostwire Tokyo und zwar auf der Xbox One. Ich kann das Ganze nur mit Cloud Gaming zocken und deswegen, ich bin gerade bei den Einstellungen. Erst ein Exklusivtitel für die PlayStation 5 und jetzt auch auf der Series. So, jetzt habe ich gerade eingestellt die Sprache Deutsch. Autospeicher 5 Minuten, automatische Speicherung, okay. Da würde ich mal sagen, wir legen mal los. Ich hoffe doch habe ich schon gesagt, weil manchmal vergesse ich, was ich erzähle. Ich hoffe doch, meine Internetleitung ist so stark, dass ich jetzt auch so normal spielen kann. Ja. Normal, leicht. Weiß nicht. Ich mache ein angespielt, eigentlich normal, schwer. Ich mache es auch leicht. Komm, nennt mich Weichei. Das ist egal. Ich will einfach nur rausfinden jetzt, wie die Sache aussieht. Gegenstände aus deinem Geschenkpaket wurden deiner Inventar hinzugefügt. Kleidung, bla bla bla. Ja, okay. Outfits werden in Kapitel 2 verfügbar. Ist da Ihr Bruder? Deiner Schwester geht es immer schlechter. Du solltest schnell kommen. Ja. Es ist ein leichtes Ruckeln zu erkennen. Ich hoffe, das zieht sich nicht durch und ich kann das vernünftig spielen. Weil wenn, dann wird es ein Ruckel angespielt. Ich gehe mal davon aus, dass die Server ordentlich funktionieren. Hoffentlich mal. Du hast dich nie für die Toten interessiert, oder? Nein. Du lebst in deiner eigenen Welt. So ist es nicht. Mari, bitte, geh nicht einfach. Tja, Ghostwire Tokyo. Schauen wir mal, um was es geht, wie es funktioniert. Wir hatten einen Unfall. Also wie Next Gen sieht das für mich momentan nicht aus. Ja, bin ich ehrlich. Oder Current Gen, also die Konsolen, die jetzt draußen sind. Sprich, Series und die PS5. Lebendigen Körpern geht's nicht. Ich muss mich beeilen, sonst verschwinde ich. Der vielleicht. Oha. Jetzt wird's langsam spannend. Alles okay bei dir? Hey Mann, bleib lieber liegen.
Wir rufen den Krankenwagen. Ja. Geht's ihm gut? Er sieht ziemlich übel aus. Hey, ich hab hier null Empfang. Was zur Hölle? Ist wohl doch nicht hart. Was zum... Aufwachen, Kleiner. Ich brauche einen Körper. Und zwar jetzt. Wer redet da? Scheiße. Du willst es mir also schwer machen, was? Wohl deutlicher werden. Solange ich hier drin bin, hältst du das schon aus. Und jetzt komm! Was zum... Irgendwas. Komm da. Ja, vielleicht irgendwas. Schnauze jetzt, Kleiner. Geistermäßig. Versteck dich, schnell! Na los, Bewegung! Sollen gereinigt werden und den Grundstein der kommenden Welt legen. Ein passendes Gefäß wurde vorbereitet und harrt eurer Ankunft. Nun, versammelt euch. Ein nobles Ende erwartet euch. Äußerst seltsam. Äußerst seltsam. Was war das? Frage ich mich auch. Der Feind. Gehen wir. Wovon redest du eigentlich? Und was bist du? Hör endlich auf, dich zu wehren. Dein Körper gehört jetzt mir. Du bist sowieso schon tot, Kleiner. Wenn ich deinen Körper verlasse, bist du Trostwort. Du hast keine Wahl, Kleiner. Gehorche! Nein, hör auf! Ich muss etwas Richtiges erledigen. Denkst du, mich interessieren deine Probleme? Wenn du deswegen rumheulen willst, such ich mir einen anderen Körper. Und dann ist es vorbei mit dir. Woher? Hier ist keiner mehr. Klugscheißer. Hör zu, ich weiß nicht, wer du bist, aber das ist mein Körper. Und über den bestimme ich. Okay, Großmaul. Dann eben auf die harte Tour. Zeit für dich zu gehen.
Ich spiele mit. Fürs Erste. Aber denk dran. Dein Leben liegt in meinen Händen. Also geh mir nicht auf die Nerven, oder ich verzieh mich. Alles klar? Abmarsch! Kommandier mich nicht rum! Ja, es scheint so, als ob wir jetzt endlich mal loslegen dürfen. Kapitel 1, Anfang. Ja, der Anfang natürlich. ja. Ah, ich spiele in der Ego-Perspektive. Okay. Damit kann ich arbeiten. Oh, bitte. Oh, Slenderman. Wir können nicht weg. Tu, was ich sage, wenn du leben willst. Was muss ich tun? Erzähl mir bitte, was ich tun muss. Fühle die Energie in deinen Fingerspitzen. Lass sie dann mit einem Schlag aus. Gut gemacht. Weiter so. Du solltest blocken, Schläge abzufangen. Nicht üben. Und jetzt mach den Rest. Was war das denn? Diese Macht? Ohne mich hättest du keine Chance gegen diese Viecher gehabt. Sag mal, hattest du nicht irgendwas Wichtiges zu erledigen? Ja, hatte ich. Ich muss zu meiner Schwester. Ah, Kartenmenü, ja, das führt mich geradeaus und führt mich auch zu meiner Schwester. Symbol, geh zum Krankenhaus. Okay, ist das jetzt... Warst du auf dem Weg zu deiner Schwester, als du den Unfall hattest? Sorry, aber ich rede nicht mit Typen, die von mir Besitz ergreifen wollen. Wie du meinst. Was bist du überhaupt? Du zuerst. Erzähl ich's dir. Ansehen. Ach so, ja, ich muss mich erstmal reinfitzen, also nimm mir's nicht übel. Was ist das für ein Nebel? Alle haben Angst. Warum rennen alle weg? Mann, die Stadt sieht übel aus. Hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Kann ich denn auch hier lang? Das ist nicht mehr Shibuya. Nein, kann ich nicht. Also der Nebel ist wie eine Barrikade, wie es aussieht. Da kann ich nicht durch. Aber schön, also ich muss ehrlich sagen, also okay, ich nehme alles zurück. Es ist schon eine Art Next-Gen-Spiel. Aber auch nur wegen den ganzen Lichtreflexionen und alles Mögliche. Wieso geht das immer zurück? Wo muss ich denn eigentlich lang? Leute, könnt ihr mir das erzählen? Bitte erzählt es mir richtig. Naja. Wie schon gesagt, ich bin neu hier. Ich laufe mal da lang, wo ich lang laufen darf. Ah, schön, diese Fahrzeuge. Das ist, nennt man das Landscaring oder was ist das, wenn das so verschwimmt? Verschwunden in der Sackgasse. Ja. Nein, ich laufe jetzt hier lang. Ich weiß auch nicht warum. Ah, ich kann auch rennen. Da ist wirklich niemand mehr vorhanden. Ne? Ich soll zurückgehen? Nein, ich gehe nicht zurück. Ich gehe nicht rückwärts. Also entweder stellt das meine Schritte dar, wie ich schon gelaufen bin, oder ich sollte wirklich mich umdrehen, aber ich glaube es nicht, weil... Das ist ein bisschen, ihr seht ja links unten diesen Radar, das ist ein bisschen verkehrt. Irgendwie stimmt da was nicht. Hier. Was zur Hölle ist das? Materie von der anderen Seite. Manchmal sickert sie zu uns rüber. Probieren geht über Studieren. Hau drauf!
hau drauf. Ah, das ist mein Schlagangriff. Okay. Aus, als könntest du ihre Energie absorbieren. Ich muss mir das merken. Ich muss mir tatsächlich das merken. Äther und kristallisierter Äther. Du wirst auf kristallisierten Äther treffen, der durch ätherisches Weben, RT oder Schlagangriffe zerstört werden kann. Dabei zerbricht die bla bla bla. Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich habe es irgendwie schon gelesen, aber... Deine Schwester ist hier Patientin? Ja. Ganz schlechtes Timing. Sie liegt im vierten Stock. Ah, das ist der Äther. Im vierten Stock. Lass mal den vierten Stock aufsuchen. Ich hoffe, das besteht nicht nur aus Sequenzen. Machen die da? Sie sammeln Seelen ein, die von ihren Körpern getrennt wurden. Wozu? Um sie in die Unterwelt zu zerren oder sie zu verschlingen. Wer weiß. Für diese Seele kommt jede Rettung zu spät. Mal sehen. Mal sehen bedeutet, dass ich kämpfen muss. Warte mal. Noch haben diese Wesen uns nicht bemerkt. Bleib geduckt und schleich dich von hinten an. Okay, das werde ich versuchen. Das werde ich versuchen und hoffentlich auch. Krass. Gut so. Lass niemals deine Angst die Oberhand gewinnen. Klar. Mittlerweile kannst du schon richtig gut mit meiner Kraft umgehen. Ja, EP, wir wissen alle, was das bedeutet. Geisterkräfte erlernen. Wenn deine steigt, hast du die Fertigkeiten, wo Geister. Ja. Also, schön. Was ist das schön? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe... Führe Angriffe ab, die RT halten aus. Ach so, ich muss mich jetzt konzentrieren darauf, dass ich... Betritt. Pass auf. An solchen Orten wimmelt es nur so von diesen Wesen. Was sind sie? Wir nennen sie Besucher. Was auch immer du tust, nimm dich hier bloß in Acht. Okay, hier betritt das Zimmer. Ich muss das Zimmer betreten. Nimm dich bloß in Acht. Ja, mach mir keine Angst jetzt hier. Ja, ich schaue mich einfach erstmal um, weil ich weiß ja so. Jetzt versuch's mit einem aufgeladenen Schuss. Jetzt reiß den Kern raus. Halte. Nicht schlecht. Okay. Das sind quasi ihre Herzen. Reiß sie raus und sie sind erledigt. RT halten, L. Oh
ich versuche mir das mal zu merken. Ja, tägliche ja, okay. Pass auf. Sie sind hier. Füll deine Energie mit kristallisiertem Äther auf. Sie sind hier. Ja. Deutet das auch. Ach, die sehen mich die ganze Zeit, okay. Liebe Zeit, ey. Da kann ich auch aufstehen. Ja, ich werde irgendwann mal. Ah, irgendwann werde ich schon besser. So schlimm ist das gar nicht. Also für meine. Steht hier LT. Was ist da drin? Was zu essen. Man nimmt, was man kriegen kann. Wir dürfen nicht wählerisch sein. Da ist was dran. Nahrung regenerieren. Halten. Ach so, da muss ich dann. Ja, ich weiß, ich drück das ein bisschen schnell weg, aber. Ich muss ehrlich sagen, das ist halt. It is what it is! Oh yeah. Ich höre doch schon wieder was schreien. Okay. Wir sind bald da und das Zimmer von unserer Schwester. Ich habe ein mieses Gefühl. Was ist das? I don't know, weil ich komme hier auch nicht hoch. Landscare, das ist wirklich das Landscaring, ja. Also das. Immer wachsam bleiben. Ich bin wachsam. Wachsamer geht nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Tische, wo alles Mögliche ist. Genauso angeordnet ist, wie es halt angeordnet ist. Okay, Küche. Ich gewöhne mich langsam an die Steuerung. Hier geht's nicht raus. Landscare, ist das wirklich so, dass das Bild so reagiert, wenn ich das online zocke? Wer ist da? Niemand, den ich wirklich kennenlernen möchte, wahrscheinlich. ja. Ja, was machen wir? Oh. Was ist hier los? Pass auf, hier ist es gefährlich. Deswegen gehe ich auch weg. Weil wir gehen ja allgemein immer auf die Katastrophe drauf zu. Und wer von euch auch Ghostwire Tokyo zockt, Marie?
sagt mir bitte, gebt mir bitte Bescheid, ob das auch so ist bei euch mit den, mit diesem Lenske, weil ich zock's ja online. Ja, Schichtübergabeprotokoll. Hier vorne ist noch jemand, ja, okay. Das ist meistens eigentlich nicht gut. Mari! Beruhige dich! Hier ist nicht so, wie es scheint. Es sind Halluzinationen, denke ich. Okay. Na, das ist mir jetzt nur. Andere Seite berührt und doch bist du am Leben und unversehrt. Es gibt wohl kaum eine bessere Beobachterin. Damit ist mein Plan perfekt. Rühr sie nicht an! Und wer bist du? Ein Mensch. Da ist noch jemand. Du! Unwissender Narr. Ich habe deinen Geist von seinen Ketten befreit. Doch noch immer klammerst du dich an einen Körper. So sieht's aus. Und jetzt krieg ich dich. Faszinierend. Ist es reine Willenskraft? Bedauerlicherweise muss das warten. Ich sagte, rühr sie nicht an! Sie ist ein... Hab keine Angst. Ich werde sie erlösen. Na, das war ja mal krass. Also, da habe ich nicht mit gerechnet. Bin ich tot? Klar, wenn du hier liegen bleibst. Es sind 3 Sekunden in der echten Welt vergangen. Noch ein Atemzug und das war's. Nein, ich darf noch nicht sterben. Du hast nur einen Ausweg. Gib mir deinen Körper und ich rette deine Schwester. Du erwartest, dass ich dir vertraue? Ich zwinge dich nicht. Aber wenn du stirbst, überlässt du deine Schwester diesem Bastard. Ende. Werde ich verschwinden? Keine Ahnung. Versuch's mit Beten.
Sie heißt Mari. Und ich bin Akito Isuki. Jetzt stellen wir uns vor. Na schön. Nenn mich KK. Den alten Namen gibt's nicht mehr. KK. Bitte hilf. Mari. Das ist ja richtig spannend. Also. Und mir hängt sie ständig in den Ohren, dass ich es zumachen soll. Heuchlerin. Komm schon, reiß dich zusammen. Ich bin immer noch hier. Kannst dich glücklich schätzen. Siehst echt hübsch aus, Kumpel. Fresse! Also, du lässt mich jetzt deinen Körper benutzen, ja? Das habe ich nie gesagt. Und ich bin immer noch hier. Was? Machst du jetzt einen Rückzieher? Das habe ich nicht gesagt. Wie du meinst. Ist doch recht gemütlich hier drin. Weißt du, wohin das Arschloch meine Schwester gebracht hat? Wenn sein Plan aufgehen soll, muss er so ein Ritual durchführen. Dann müssen wir nur wissen, wo... Mach mal halblang. Der zerquetscht dich wie eine Fliege. Eins nach dem anderen. Wir müssen erst noch woanders hin. Ja, ich war erstmal in den ersten Stock. Warum auch immer. Ich bin einfach eingestiegen und... Jetzt muss ich mal kurz... speichern. Neuer Spielstand, okay. Leute. Also ich muss sagen, von Anfang an habe ich eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt wieder nur so ein Spiel, was mir was erzählen will. Und jetzt habe ich aber mitbekommen, dass dieses Spiel eigentlich sehr spannend wird und auch spannend werden kann. Ihr merkt schon, ich habe es wirklich noch nie gezockt und würde das auch gerne weiterspielen. Und zwar über Xbox, ja, über den Game Pass. Und das mache ich auch. Der nächste Part kommt, sobald dieser hier hochgeladen ist, ist sowieso der nächste draußen. Ja, in dem Sinne möchte ich mich erstmal verabschieden und wie immer vielen Dank, dass ihr mir bis hierher zugesehen habt und zugehört habt. Oh mein Gott, die Sprache verschwindet. Okay, Ghostwire Tokyo, ein sehr interessantes Spiel. Erst für die PS5 und jetzt auch für die Xbox im Game Pass. Und ja, damit beende ich das Video. Bis zum nächsten Mal. Ich bin weg. Tschüss.